In Gießen soll es einen sogenannten Verkehrsversuch geben, zugunsten der Stadtbewohner. Das bedeutet, der Verkehrsraum wird zugunsten des ÖPNV und der Radfahrenden umverteilt. Für Radfahrende bedeutet das sichere und schnelle Wege durch die Stadt. Ich finde, das ist alles andere als eine Axt an den Autoverkehr oder den Verkehr generell anlegt, sondern ich finde eher, dass das auf jeden Fall der Anfang ist von etwas, was wachsen kann. Ich finde es ganz toll, dass es endlich soweit ist. Ich bin gerade dieses Stück Fahrradstraße gefahren und das ist so ein tolles Gefühl, ja, hier sicher durch Gießen zu kommen. Gegen das Projekt ist allerdings geklagt worden und die Klagenden haben Recht bekommen. Warum das passieren konnte und warum der Verkehrsversuch nicht schon längst umgesetzt worden ist, das alles heute in Das Rema, deinen aktuellen YouTube-News der Hessen. Ciao! Ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskommen soll. Verkehrschaos in Gießen. Hier läuft es nie rund, weder für Autos noch für Fahrradfahrende. Das soll für alle besser werden, denn jetzt schlägt die Stunde einer menschenfreundlichen Herangehensweise an ein Stadtzentrum. Jede Menge Erneuerung und großer Fortschritt, die Gießener freuen sich jetzt schon. Ich freue mich jeden Tag über die Fahrradstraßen und darüber, dass wir uns endlich sicher in der Stadt bewegen können. Und ich glaube, wir profitieren alle davon. Ich finde den Versuch zum Anlagenring gut, weil es hoffentlich mehr Leute gibt, die Fahrrad fahren und weil es für alle fahrradfahrenden Leute sicherer wird. Ich finde den Verkehrsversuch gut, weil wir unser Mobilitätsverhalten ändern müssen und die Stadt dafür umbauen müssen. Und so soll die Verkehrsführung aussehen. Der ÖPNV und die Radfahrenden teilen sich zwei Spuren, während die Autofahrenden noch immer zwei Spuren des Anlagenrings bekommen. Für einen besseren Verkehrsfluss fahren die Autos nur in eine Richtung und bekommen im Vergleich zu vorher eine grüne Welle. Gießen soll fahrradfreundlicher werden, denn je mehr Fahrräder, desto weniger Autos. Ist der Verkehrsversuch hilfreich, das Ziel Gießen 2035-0 zu erreichen? Ja, hilfreich auf jeden Fall. Er ist ein ganz kleiner Anfang, aber er ist schon mal immerhin ein Anfang, der substanziell ist. Also der nicht irgendwie Fahrradfahrer noch weiter in die Peripherie drängt, sondern dahin geht, wo es drauf ankommt. Die Stadt hat in einer intensiven Planungsphase versucht, insbesondere die Interessen des Einzelhandels zu berücksichtigen. Jörg Bergstedt geht davon aus, dass der Handel von den Veränderungen profitieren wird. Alle Städte, bei denen verkehrsberuhigt wurde, Fußgängerzonen eingerichtet wurden und Fahrradstraßen sind, aufgeblüht sind danach. Die Leute, die das labern, haben das beim Seltersweg gesagt, haben das bei der Blockstraße gesagt, sagen das in anderen Städten auch und glauben immer, wo Autos fahren, können die besten Geschäfte hingehen. Mein Vorschlag, wir kriegen die Innenstadt, die wird autofrei, da wird es aufblühen und alle, die glauben, Autos sind richtig geil für ihre Geschäfte, gehen in die Grünberger Straße. Die Verkehrswende-Initiative ist seit langem in Gießen aktiv und hat viele Befürwortende. Wie konnte es also passieren, dass der Verkehrsversuch auf erster Instanz als rechtswidrig eingestuft wurde? Die sind einfach gegen den Verkehrsversuch. Unser Team konnte vor Ort heute keine Kritiker des Projekts finden. Die Stadt würde jegliche Informationen nachreichen, die bisher zu wenig ausgeführt waren. Die Stadt wird weiterhin an der Verkehrsführung für den Verkehrsversuch arbeiten und wenn die Klage der Anwohnenden durchkommt, dann holen wir uns den Autobahnring. Das haben dann die Klagenden zu verantworten. Was haltet ihr von solchen Verkehrsversuchen? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da. Mit vielen Grüßen an das Team der Hessenschau, Das Thema.